So, dann herzlich willkommen zur ersten kleinen Drückjagd hier im Revier Rotwald. Ich will auch gar nicht viel labern. Ich mache auch mal eine kleine Sicherheitseinweisung. Ist ja jetzt die erste Drückjagd, glaube ich, in dem RP für alle. Es steht an sich hinten auf eurem Jagdschein. Ihr schießt nicht in, ihr legt auch nicht in die Richtung von anderen Menschen an, schießt auch nicht. Auch nicht auf Hunde. Ihr achtet alle auf Kugelfang. Das ist nur gewachsener Boden, keine Steine, kein Wasser, kein Nachbarschütze. Auch nicht, wenn es. Nee, warte, er nimmt auf. So, habe ich noch irgendwas vergessen? Lukas? Glaube nicht. Okay, zu den Freigaben. Heute jagen wir hauptsächlich auf Wisente. Da sind weibliche komplett frei. Und die männlichen nur die kleinen und die mittelgroßen, also Stufe 1 bis 3. Rotwild kann auch vorkommen, also wird wahrscheinlich vorkommen, da auch weibliches Rotwild frei und die 3B-Hirsche, also Stufe 1 bis 4. Dammwild ist komplett frei, das wird auch wahrscheinlich nicht vorkommen. Schwarzwild ist auch komplett frei. Da müsst ihr jetzt aber auch nicht die Leitwache vorne aus der Rotte rausschießen, sondern erst hinten anfangen. Auch beim Rotwild, Dammwild und Wisenten auch. Rehwild ist weiblich frei und Jährlingsböcke, also die Stufe 1er und Raubwild ist auch komplett frei. Anstellen werde ich euch heute. Ich werde euch alle anstellen, außer Lukas, der findet seinen Stand selber. Der ist ja auch Pächter und Jagdleiter. Sonst wäre alles gesagt. Es gibt zwei, ich treibe aus zwei Richtungen. An euch meine Frage. Wahrscheinlich schon. Perfekt. Ja, gestimmt, geschossen wird erst auf dem Stand und auch nur vom Stand aus. Und während des Treibens den Stand nicht verlassen. Das meine ich. Ja, dann kommt einfach mit. So, und damit herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Heute erste Drückjagd hier im RP. Eine etwas kleinere, ihr habt es ja schon gehört, es wird nur einmal aus zwei Richtungen getrieben. Wir sind auch nicht so viele Schützen, aber ja, passt schon. Ja, gibt eigentlich nicht viel zu sagen. Ansprache habt ihr gehört, was frei ist, was nicht frei ist. Und sonst keine speziellen Sachen. Ihr werdet hoffentlich auch noch von anderen Schützen die Erlegung sehen, wenn es überhaupt Erlegung gibt. Aber ich hoffe es mal. Und sonst wünsche ich euch viel Spaß beim Video und geht los. Ja, das war doch schon ein rundum gelungener Start von mir. Das kleine Rotwildrudel habe ich dann doch ganz gut auslöschen können, bis auf Hirsche. Die wollte ich natürlich nicht schießen, aber das mit dem Kalbwild hat schon mal ganz gut geklappt. Und wir haben schon die ersten Abschüsse. Und dann schauen wir mal zum lieben Julian rüber, ob es bei ihm genauso einen guten Start gab wie bei mir. Jo, und auch das sah doch schon mal ganz ordentlich aus, würde ich sagen. Ja, dann gehen wir doch mal wieder zu mir rüber, denn hier kommen auf jeden Fall gerade Hirsche, aber auch nicht nur Hirsche, sondern auch passende Stücke.
Ja, also das lief schon mal ganz gut. Ich nehme es mal vorweg. Diese flüchtende Ricke schieße ich jetzt nicht mehr. Wäre auch ein bisschen Schwachsinn. Da schießt man nur mehr kaputt, als dass man da irgendwas Gutes tut. Von daher, die lasse ich laufen. Aber auch nicht allzu lange. Also, kleiner Spoiler schon mal im Vorhinaus. Ja, und kurze Zeit später kam noch eine Ricke. Aber die gibt mir dann doch vielleicht mal eine Chance. Also, ich will mich jetzt nicht selbst loben, aber da mit Aimpoint auf die Entfernung, das schafft auch nicht jeder. Aber naja, jetzt schauen wir mal erstmal, ob die andere Ricke noch kommt. Ja, also ihr seht schon, es ist ziemlich viel Wild unterwegs und auch die Ricke war relativ weit jetzt entfernt. Da habe ich noch geschossen, aber die Füchse, die da weggelaufen sind, da gab es dann keine Chance. Das war mir dann doch ein wenig zu weit. Aber schauen wir mal wieder rüber zum Julian. Ja, jetzt kamen auch schon mal die ersten Wisente, aber es kommt auf jeden Fall noch mehr beim lieben Julian. Ja, und nachdem ihr das Ganze aus der Sicht von Julian gesehen habt, könnt ihr das Ganze auch mal aus meiner Sicht erleben. Bei mir war es dann weniger spannend, aber auch in dieser Situation konnte ich zum Schluss kommen. Aber bei weitem nicht so oft wie Julian. Ja, so ein Fuchs auf einem Drückjagd, das ist, finde ich, immer was ganz Schönes. Also, ich mag's. Jetzt kam er auch mal endlich angetrabt und nicht hochflüchtig. Da hab dann auch ich als, ja, schlechter Fuchsschießer auch mal eine Chance, einen Fuchs zu erlegen. Ja, und jetzt geht's nochmal so richtig los mit den Wisenten. Gerade am Ende, jetzt gerade beim lieben Julian zwei Wisente und auch bei mir sind nochmal die Wisente los. Aber das schauen wir uns nochmal ganz genau an jetzt.
So, ihr könnt es lesen. Yacht vorbei. Und ich habe ein bisschen was aufzusammeln. Ein Fuchs und vier Wisente noch. Das Rotwild und die Ricke habe ich nämlich schon aufgesammelt. Denn es gab eine kleine Aufbrechpause zwischendurch. Insgesamt bin ich dann bei stolzen 10 Stücken. Das ist, finde ich, ganz okay. Ich weiß zwar nicht, wie viel die anderen so haben. Aber ich denke mal, ich bin schon mal ganz gut mit dabei. Das ist ja die Hauptsache. Ja, und mir hat es schon mal ganz gut Spaß gemacht. Bisschen nervig war das ganze Rumgelegge, aber ich weiß mittlerweile, woran es liegt und werde das demnächst auch beheben. Von daher ist da auch alles entspannt. Zeitweise geht's ja, aber zeitweise geht's auch nicht. Naja, wird auf jeden Fall besser. Schlechter kann es für mich eigentlich auch schon nicht mehr werden. Was soll ich sagen? So, sammeln wir auch noch das letzte Wiesern auf. Und dann würde ich sagen, ist das Video auch gleich vorbei. Ihr hört gleich noch die hoffentlich schöne Absprache vom lieben Harry. Und dann war es das auch schon. Von daher würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt ein Like, Abo und einen Kommentar da lasst. Und ich sage schon mal ciao, ciao. Und ihr hört jetzt noch die Absprache. So, ein schöner Jagdtag geht zu Ende. Das würde ich sagen, war eine erfolgreiche kleine Drückjagd. Wir konnten 27 Stück Wild erlegen. Darunter waren Wisente, hauptsächlich Wisente, auch Rotwild, Rehwild, Raubwild. Ich glaube, Schwarzwild hat keiner geschossen. Das wundert mich etwas, dass keine Sauen drin waren. War auch ein passender Hirsch im Treiben, aber der wurde leider nicht erlegt. Vielleicht nächstes Mal. Jagdkönig ist der gute Maurice. Der hat 10 Stück Wild geschossen. Danach kommt Lukas mit 9 Stück Wild. Dann kommt Julian, der hat 7 Stück Wild erlegt. Und Peter hat einen Fuchs erlegt, der war aber auch erst beim zweiten Treiben mit dabei. Wäre es bestimmt mehr gewesen. Treibt man's heil an alle. Suppe gibt und Bier gibt es in der Hütte hinten drin. Sonst gibt es nichts viel mehr zu sagen. Maurice muss noch einen ausgeben. Dann wäre es dann.